So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Link's Awakening. Wir sind im dritten Dungeon angekommen. Und ich denke, den werden wir auch in einem Part erledigen. Und... wir kriegen hier ordentlich viele Bomben. Was schon mal gut ist, offensichtlich. Ach, ich habe schon wieder Quatsch gemacht. Ne? Aber wir können erstmal nach links gehen. Was rechts ist. Oh no. Da komme ich, glaube ich, noch nicht hin. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich für ein Item hier bekomme. Und jetzt erinnere ich mich auch, dass es die Dinger im Original gab. Ja. Ich erinnere mich. Ja. Ich weiß, was wir hier bekommen. Alles klar. Aua. Aber ihr seht schon hier. Nee, Quatsch. Seht ihr nicht. Da kommt gleich ein Schlüssel runter. Oder eine Truhe. Meinetwegen auch das. So. Aber jetzt werden die Dungeons größer. Kann ich gleich sagen. Ich werde mich wahrscheinlich ein paar Mal vertun und verlaufen und keine Ahnung was alles. Da komme ich noch nicht durch. Aua! Die sind auf jeden Fall genauso nervig wie im Original. Das ist schon mal sehr gut umgesetzt. So, tschüss. Alles Mögliche kriegen wir hier. Ach, Gottes Willen. Mimik. Bist du? Naja, gut, Mimik ist was anderes, aber eine Trolltruhe. Komme ich da schon ran? Nein. Dafür müsste irgendwie die Plattform anders sein. Okay. Sobald wir den Schalter umgelegt haben, wissen wir Bescheid. Aber hier haben wir jetzt den Hinweis. Oder? Nein? Ich dachte, hier kann ich was sprengen. Bin ich komplett dumm? Okay. Ich hätte jetzt schwören können, hier kann man sprengen. Aber man hört es ja auch nicht. Ach, man muss den da drüben noch erledigen. Dann kommt hier eine Truhe hin. Ja, und da komme ich nicht ran. Genau. Okay, wir können erstmal nur hier weiter. Alles klar. So, und jetzt haben wir die Wahl. Oben, unten, links, rechts. Lauter Schlüsseltüren. Gehen wir erstmal runter. Oh Gott. Oh Gott, der nervt mich ja jetzt schon. Ah. Kriegen wir nicht. Gibt's doch nicht. Muss ich da mit Bomben arbeiten bei dem Typen? Kommt der mal an die gleiche Stelle? Ja. Gut. Schwere Geburt. Oh nein, 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 nein. Nicht, dass der abhaut. Bleibst du hier. So. Ja, man kriegt hier ja eh natürlich jetzt in jedem Raum, glaube ich, einen neuen Schlüssel. Also die Reihenfolge ist am Ende egal. Oh nein. Mach ich denn das jetzt? Ah. Warum jetzt landet der da drüben? Und der da hier? Oh boy. Ich bin zu langsam. Will ich das echt mit Bomben lösen? Ja. Und mehrmals auch noch. Oh, komm schon. Okay, aber der wird dann dorthin wieder zurückgedrückt, wo er vorher war. Nein, ich hätte ihn nochmal treffen können jetzt.
Ach, komm schon, ey. So, weg mit dir. Oi, oi, oi. Oh nein. Oh nein. Du nicht. Das wirst du nicht tun. So. Heieiei. Alles klar. Da geht's weiter. Moment, der war hier. Aber die Bombe war ja... Dann setze ich die mal hier. Ah! Das reicht natürlich. Oh mein Gott. Mach mal anders. Ich setze die Bombe hier hin. Und roll ihn dann darüber. Gut. Ah, das brauche ich gar nicht. Toll. Okay. Wo ist der nächste? Nice. So, jetzt machen wir aber erst noch die andere Schlüsseltür. Ja. Dass wir hier alle vier Türen durch haben. Sonst renne ich hier irgendwann wieder zurück und das will ich nicht. Denn hier ist nicerweise der Schalter, den wir brauchen, um oben weiterzukommen. Sehr gut. Gleichzeitig eine Eulenstatue, für die wir den Schnabel natürlich noch nicht haben. Aber das macht gar nichts. An sich kenne ich die Rätsel ja, die mich hier erwarten. Aber ich werde natürlich trotzdem versuchen, die meisten Eulenstatuen zu lesen. So. Genau. Jetzt komme ich hier an die Truhe ran. Ach, okay. Ja gut, wir gehen gleich zurück. Wir gehen gleich zurück. Wir lesen die Eulenstatuen. Wenn wir den Schnabel haben, dann können wir ab jetzt sowieso alle lesen. Sehr, sehr gut. Bringt mir das was? Nö. Fürchte dich nicht, lauf wie der Wind und fliege. Ah ja. So. Wie gesagt, hier fehlt mir der da drüben noch. Aber hier komme ich jetzt weiter. Wahrscheinlich ist da der Kompass oder die Karte, eins von beiden. Na komm. So. Die Karte. Okay. Kurzer Blick. Ja, das ist vor allem hier ein großer Bereich. Und ihr seht schon, wir haben zwei Stockwerke. Ah ja, aber schon festgestellt, da waren wir ja auch schon teilweise drin, ne? So. Ja, hier vorne kommen wir noch nicht hin. Kriegen wir noch. Ach, hier kann ich jetzt auch pinnen. Ah, okay. Ich meine, ich werde sie eh nicht vergessen. Ich sehe ja, dass da eine Truhe ist. Das vergesse ich doch nicht. Ich bin doch nicht bekloppt. Bin doch nicht komplett bekloppt. Hier ist klar, da muss ich nochmal... Gut, das kann ich mir allerdings mal markieren. Dann weiß ich Bescheid. Muss keine Truhe sein, aber ist egal. Ich glaube, da kommt ein Schlüssel runter, wenn man den anderen auch noch besiegt. Aber dafür kommen wir noch nicht durch. Dafür müssen wir hier durch die Kristalle durchkommen. Und um durch die Kristalle durchzukommen, brauchen wir das Dungeon-Item. So. Sehr gut soweit. Jetzt weiß ich nicht, wie ich die Dings lassen muss. Ich lasse mal so. Wird schon passen. Der interessiert mich jetzt zum Glück nicht mehr. Furchtbarer Gegner. So. Gut, dann haben wir das. Nice. Neue Bombe. Sehr gut. Die brauchen wir auch. So. Ich könnte jetzt... Ah, nein. Wir gehen das mal hier rein. Mittelboss. Oh nein, da brauche ich Bomben. Ich habe nur zwei. Das geht noch nicht. Da brauche ich mehr Bomben. Das haut sonst nicht hin.
Man müsste wahrscheinlich irgendwie auch hier Bomben gespawnt bekommen. Ich weiß es gerade nicht, aber wir können das mal weitergehen. So, das ist jetzt aber eindeutig, ne? Ich meine, die Eule sagt es uns auch gleich, aber man hört es auch. Ne? Dann hört man es. Berühre mit ausgestrecktem Schwert verdächtige Stellen an der Wand und achte auf das Geräusch. Ja, weg mit der Bombe. Puff. Ich bräuchte aber neue Bomben eigentlich. Ach, jetzt kommt hier noch gar nicht weiter. Mist. Ah, hier ist auch nochmal eins. Aber brauche ich das? Hä? Das führt doch nur dahin, wo ich schon war. Also das zu sprengen wäre jetzt ja kompletter Quatsch. So, was ist hier? Okay, das kriegen wir hin. Au. Kann ich mich vor der Explosion schützen? Nein. Gut, dass wir drüber geredet haben. So, hier gibt es, glaube ich, den Kompass, oder? Ja. So, aber ich habe jetzt keine Bomben. Kann ich den Boss auch ohne Bomben machen? Hey. Ja, ja. Habe ich schon gesehen, dass da eine Truhe ist, mein Freund. Oder spawnt der Boss auf eine Art und Weise Bomben? Ich meine, ja gut, jetzt habe ich wieder zwei. Die reichen halt nicht. Ach, hier kann ich rein. Okay, den kriege ich aber auch so. Man kommt halt nicht schnell genug hin ohne... Ich muss das echt wieder mit Bomben lösen, ne? Jetzt wollte ich den anderen noch erwischen, aber... Ah. Vielleicht schnell genug mit dem Viech, aber... Dann eben mit Bombe. Blöd, aber geht nicht anders. Eieiei, jetzt habe ich wieder keine Bomben. Aber wir machen jetzt einfach so viel, wie geht. Ach, toll. Ist da oben was aufgetaucht? Ah, nice. Genau auf sowas habe ich gehofft. Genau auf sowas habe ich gehofft. Hau halt drauf. Au. Perfekt. So. Mit 10 Bomben sollten wir hinkommen. Willst du die gepanzerten schwarzen Kreaturen bezwingen, gib ihnen explosives Futter. Ja. Hatte ich vor. So. Einmal hier. Geld. Hier geht's nur runter. Schups. Bleibt der jetzt so? Nein, okay, also das ist nur für den Rückweg. Oh! Oh! Okay, habe ich vergessen. Würde ich aber ehrlich gesagt erst machen wollen, wenn wir vielleicht die... Weil ich will es nicht... dann jetzt eine Bombe verschwende und dann fehlt mir genau eine nachher. Wir machen erstmal den Boss. So, herztechnisch sollte das auch funktionieren. Let's go. Mich hätte es halt aber echt interessiert. Kommst du hier hoch? Yeah.
er geht ein bisschen angenehmer als... Nein, friss das Ding! Ja, so viel zu, er geht angenehmer als im Original. Nein, geht er nicht. Er ist genauso blöd. Friss das! Du bist... So. Nice. Friss das! Ich hab noch zwei. Friss das. Du bist so blöd! Du... Gott, ich hasse diese Dinger. Friss das. Gott, das war genau die letzte Bombe, ne? Ei. So, aber jetzt bekommen wir... das Dungeon-Item. Nämlich... die Pegasus-Stiefel. Die muss ich auch nicht ausrüsten. Ah, es ist so gut. Ah, es ist so gut. Das musste man alles früher ausrüsten, extra. Da musste man immer alles Mögliche wechseln. Das war vor allem nervig, wenn man schnell rennen und springen wollte. Jetzt kann man das einfach so. Da hat man die automatisch immer ausgerüstet. Konnte ich damit nicht eigentlich sogar auch Dinger aufspringen? Nein, okay. Das wollte ich nicht. Ah, es ist so gut, ne? So, jetzt gehen wir mit der Bombe gleich dahin, wo wir schon geguckt haben. Das was ist. Ja, das machen wir auch gleich, aber erstmal... geh weg da. So. Da. Boom. Wumms. Sehr schön. Dann haben wir hier noch den Schlüssel. So, dann erledigen wir hier unten noch schnell alles. Dann porten wir uns hoch, machen den Rest. Oben haben wir ja auch noch ein paar Sachen, die wir mit den Pegasus-Stiefeln lösen können jetzt. Diese Kristalle, die wir nämlich gesehen haben, durch die kann ich eben mit den Stiefeln durchrennen. Seht ihr gleich. Aber hätte man sich jetzt auch schon denken können. Und natürlich kann ich jetzt über große Lücken springen. Also, theoretisch. Mit dem richtigen Timing. Kann ich das. Ta-da-ta-da. So. Das ist die falsche Richtung, Link. Aber nice try. Gut. Ach, haben wir ja schon gesehen. Ich bin ja hier schon durchgerannt. Guten Morgen. So, hier geht's dann zum Boss. Kann man sich ja denken. Aber wir wollen natürlich alles holen. Ich glaube, es fehlt eh noch ein kleiner Schlüssel oben. Entsprechend kümmern wir uns da jetzt natürlich drum. Ach so, ich muss warten. Denn auch die Kollegen hier interessieren uns nicht. Ja, da war ein kleiner Schlüssel, sag ich ja. Und jetzt kommen wir hier hinten rum. Und können den erledigen. Halt. Und. Ach, verflucht. Aber der ist ja erledigt. Das heißt, egal ob ich jetzt nochmal neu reingehe oder nicht, der müsste jetzt wegbleiben. Aua. Der müsste jetzt wegbleiben. Ja. Und dann mit. Besiegen wir die auch noch und kriegen dann hier unsere Belohnung. Sehr schön.
Oh! 300 Rubine. Sweet. Das ist jetzt ja wirklich Road to Bogen. Ich könnte jetzt durch den... Ist ja egal, wie wir zurückgehen eigentlich. Na, wir gehen jetzt so zurück. Jetzt kann ich nämlich endlich auch die Typen hier erledigen. Aha! Wäre schon ein cooler Dungeon, ne? Der ist ganz gut gemacht. Haben sie sich schon was überlegt, auch früher? Das ist jetzt ja kein neuer Dungeon, sondern das war ja der Dungeon von früher. Genauso war der aufgebaut, nur halt mit anderer Grafik. Das ist alles, was anders ist. So, haben wir alles? Habe ich gemacht. Habe ich gesagt. Haben wir. Sweet. Und hier. Na, natürlich geht's noch zum Boss. Da kommen wir jetzt gleich hier raus. Erkennt man, logisch. Müssen wir halt noch durchlaufen. Sehr gut. Und wir haben alle Schlüssel. Es fehlt nur noch der goldene. Quatsch. Den haben wir auch schon. Hui. So. Damit sind wir fertig. Die Viecher, die uns vorhin geärgert haben, ärgern uns jetzt nicht mehr. Bam. Bam. Herz können wir nochmal holen, brauchen wir nicht. Ich weiß gerade nicht, ob hier noch irgendwo was drin ist. Ich mach mal kurz alles kaputt. So wegen Muschel oder so, aber ich glaube nicht. Nee, scheinbar nicht. Aber man weiß ja nie. Gut. Ja, ich glaube, hier müssen wir einfach nur alle Gegner erledigen. Hä, Moment. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch den Schlüssel. Hä? Das war, glaube ich, im Original auch so, dass hier einer übrig geblieben ist, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Oder ist... Jetzt bin ich verwirrt, dann hätte ich den hier ja gar nicht gebraucht. Doch, den brauche ich ja. Ich musste ja hier die Dinger aufmachen. Hä, wofür ist denn dieser Schlüssel jetzt? Falls ich hier irgendein Secret verpasse, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber wir gehen erstmal. Ich bin verwirrt. Ist okay. So. Ich bin da, aber du kannst mich nicht sehen. Naja, aber ich sehe deinen Schatten. Hä? Ah, jetzt wollte ich die Pegasus-Stiefel ausrüsten. Brauche ich ja gar nicht. Ist es so gut? Es ist so gut, dass man die einfach standardmäßig hat und das nicht ausrüsten muss. Es ist so gut. Ja, man sieht doch, hier fliegt Schleim von der Decke. Wir sind ja im Schleimpalast in der Teufelsvilla. Zack. Kuckuck. Der ist ja super gut animiert. Oh mein Gott, Gigasol. Ich bin ja jetzt schon begeistert. Ja, und natürlich... erledigt man ihn mit dem Dungeon-Item. Man zieht ihn auf und dann... Ah, jetzt habe ich es nicht gepackt. Ah, es musste doch ein Stück weiter. Jetzt. Nein, immer noch nicht. Hat immer noch nicht gereicht. Jetzt vielleicht. Bam. Es ist so ein geiler Gegner. So, aber das war jetzt schon der spannende Teil. Aber jetzt geht's halt auf die Augen.
kein Problem mehr. Ich bin im Zoll. Ja, ist natürlich sinnvoll, sich erst auf eine zu konzentrieren. Na toll. Und dann erst den anderen. Aber mit 4 Schlägen ist dann auch er down. Tschüss. Kein Problem, aber cooler Boss. Und wir haben tatsächlich in diesem Part den Dungeon abgeschlossen. Wie gewünscht. Puh. Sehr schön. Da-da-da-da. Und das nächste Instrument wartet auf uns. Die Nixenglocke oder das Nixenglöckchen. Ja, jedes Instrument spielt so sein eigenes Stück. Die spielt natürlich nicht die Hauptmelodie. Die Oboe haben wir ja schon. Wasserfall. Im Wasserfall ist es versteckt. Hm, was mag das nur sein? Ach ja, wir kriegen wieder einen Hinweis. Uhu, wie viele Instrumente hast du bereits? Wenn du alle 8 gefunden hast, musst du sie vor dem Ei spielen, damit der Windfisch aufwacht und du Kokolin verlassen kannst. Geh nun zur Durstwüste, ihre Einwohner werden dir den Weg weisen. Ich sage nur, uhu. Ja, das machen wir erstmal nicht, denn vorher, ach, die Teleporter sind hier gar nicht eingezeichnet, ich wollte nämlich gerade sagen, hä, hier müsste doch der Teleporter sein, aber, oh, guck mal, da sieht man sogar das Ei. Aber da sieht man ja sogar jetzt schon den anderen Teil. Das ist cool. Da sieht man ja schon alles. Was es so noch geben wird. Huh. Und huh. Ah, da sieht man. Das spoilert ein bisschen die ganze Karte. Okay, aber gut. Warum nicht? Kann man machen. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach ja. Hier, den Teleporter machen wir schnell noch. Denn wir haben ja da eine Sache markiert gehabt. Die kann man zumindest schon mal erledigen, glaube ich. Wenn ich das Symbol richtig entsinne, habe ich nämlich das Dreieck gewählt für Sachen, für die ich die Pegasus-Stiefel brauche. Gucken wir mal, ob das der Fall ist. Oder ob ich jetzt wieder Quatsch gemacht habe. Wir werden es gleich wissen. Badabadam. Ja. So. Ella. Da wirst du wohl hochgehen. So, nee, hier oben war nix. Da war das Sven. Muss ich mal gucken, was ich da markiert habe. Au. Nee, wait, wie kam ich da rum? Aua. So. Aber was habe ich da... Die Dinger, genau. Rums. Da waren wir nämlich noch nicht. Achso, aber da wird es jetzt richtig weitergehen, ne? Ah, guck mal, ne? Er hat ja schon gesagt, er wird sich im Gebirge verlaufen. Da ist er schon. Der Kollege. Warte, geht's jetzt nicht sogar richtig weiter? Da ist nämlich der Wasserfall. Ha!
Stimmt, hier geht's ja tatsächlich richtig weiter. Da bin ich jetzt, das wollte ich jetzt gar nicht, aber okay. Dann gehen wir noch kurz durch die Höhle hier und dann ist gut. Ja, 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 richtig. Hier ist der Weg zum nächsten Dungeon. Ich erinnere mich. Das wollte ich jetzt gar nicht, lol. Ich dachte jetzt, da ist einfach nur ein Bonus gewesen. Dabei geht's da. Nee, aber ist es nicht in der Wüste? Geht's weiter? Ich bin verwirrt. Jetzt bin ich gerade komplett verwirrt. Aber wir gehen mal kurz hier oben weiter. Irgendeinen Sinn wird das schon haben. Da ist auf jeden Fall er. Was mit dir? Ja, ich habe mich verlaufen, wie ich gesagt habe. Jetzt bin ich so erledigt, ich kann mich nicht mehr bewegen. Hast du zufällig etwas Essbares für mich? Ja, leider gerade nicht. Du bist ja total herzlos. Okay, also wenn wir was Essbares haben, ist das hier wahrscheinlich der nächste Tauschgegenstand. Nee, ging es hier doch nicht weiter. Aber hier ist... Hier im Wasserfall ist auf jeden Fall der nächste Dungeon. Aber wahrscheinlich kriege ich den Schlüssel dafür in dieser... In dem Wüsten-Dings. Ja, 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 irgendwie so war das. Okay. Gut, dann wissen wir schon mal, wo er ist. Aber es hat überhaupt nichts gebracht. Sehr gut. Ah, Erinnerungen. Ach so, und dann war... Verstehe, und dann war das die andere... Ja, dann war das das andere. Entschuldigung. Na, jetzt... Geht er wieder hoch da? Sollte ich mir dann markieren, dass da ein Tauschtypi ist? Wir markieren mal den Tauschtypi. Der ist da oben. Als Tausch machen wir mal das da. So. Ach so, dann kann ich aber das hier rausnehmen. So. Gut. Dann schließen wir den Part hier ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir haben viel erreicht, nämlich den kompletten Dungeon gelöst. Und an der Stelle sage ich erstmal Tschüss.